Der folgende Kampf ist ein Qualifikationsmatch, angesetzt für einen Fall mit einem Zeitlimit von 10 Minuten. Auf dem Weg zum Ring. Er stammt aus Frankreich, ist 1,80 Meter groß und wiegt 91 Kilogramm. Hier ist der Greco-Roman Warrior, Dom LaRufa. Rocket Beans Chat, macht die PlayStation 2 aus. Das ist nicht Kratos. Das hier ist ein richtiger griechisch-römischer Kämpfer. Das hier ist Dom LaRufa. Soll ich dich jetzt nochmal bitten, griechisch-römisch zu sagen? Nein, wir lassen das an dieser Stelle. Dom LaRufa natürlich auch völlig zurecht gesetzt in diesem Deadline-Turnier. Möchte sich jetzt für das Ladder-Match qualifizieren. Aber er hat vielleicht, man kann darüber streiten, den möglicherweise schwersten Gegner, den man in diesem Turnier erwischen kann. Ja, Dom LaRufa, der hat eine Herausforderung, was es gesagt wird, wirklich nicht leicht. Definitiv. Und sein Gegner. Er stammt aus Österreich, ist 1,90 Meter groß und mit 112 Kilogramm. Der World Heavyweight Champion, der Maximum Machine, der Maximum Terminator, hier! Dieser Mann stand Backstage und meinte, ja, ich bin's der Max, ich möchte jetzt gern auch noch einen anderen Titel haben. Und deswegen ist er eben Teilnehmer im Deadline-Turnier und ich finde, ich habe seine Intelligenz gut rübergebracht. Wunderschön hast du das imitiert. Ich bin der Meinung, dass er vielleicht doch ein bisschen eloquenter ist, als du es jetzt hier darstellst. Die Frage kam im Vorfeld dieser Veranstaltung auf, warum ist der amtierende World Heavyweight Champion der NEW für dieses Turnier gesetzt? Er hat doch eigentlich schon das Höchste, was man in der NEW gewinnen kann. Das mag schon stimmen. Aber was ist jetzt, wenn Max sagt, Mensch, wenn ich den Koffer bekomme, dann möchte ich Juvenile X nochmal im Ring sehen. Ich möchte nochmal ein Match gegen ihn haben. Oder er möchte sich vielleicht den World Internet Champion Titel sichern. Das ist alles möglich. Das kann er alles machen. Mit dem Deadline-Koffer hätte er völlig freie Hand. Ja, dann kann Max endlich sagen, die NEW, das ist mein Block. Spitzt es wieder auf diese wunderschöne Pauschalverwechslung an, die der Rocket Beans Chat gerne hat, wenn er Max sieht. Der Rocket Beans Chat hat ja zu Recht entschieden, Max ist ihr Sido. Ja, man muss dazu sagen, Max versteht es ja immer ein bisschen falsch mit Sido, das liegt an seinen zwei Gehirnzellen. Er geht immer ins Rentnerheim, wirft die Fuffis durch den Club, aber im Rentnerheim sind das, ja, egal. Lassen wir das an dieser Stelle. Max gegen Dom LaRufa, das ist definitiv für sich schon betrachtet ein hochklassiges Match. Aber jetzt geht es hier in 10 Minuten um die Teilnahme am Escape to Destiny Ladder Match. Das heißt, beide Kontrahenten müssen hier richtig auf die Tube drücken. Die müssen richtig Geschwindigkeit, richtig Pace zeigen, um hier rechtzeitig zu einer Entscheidung zu kommen. Und auch hier in diesem Match, sage ich mal, Dom LaRufa könnte im Nachteil sein, wenn es in die Publikumsentscheidung geht, wenn es wirklich über das komplette Zeitlimit gehen sollte. Ja, und für Dom LaRufa ist es natürlich auch ein erster Test. Er kann schon mal den World Heavyweight Champion ein bisschen austesten. Mit dem Ziel natürlich, sich später den Koffer zu holen im Escape to Destiny Ladder Match. Das kann später extrem hilfreich sein, definitiv. Dom LaRufa beginnt hier mit einem Headlock, versucht gleich Max ein bisschen die Geschwindigkeit zu nehmen. Max bekannt dafür, dass er zum einen natürlich extreme Power-Moves, extrem harte Aktionen auszeigen kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine großartige Athletik besitzt. Und die zeigt jetzt hier schon mal im Ansatz, hebt Dom LaRufa hoch, aber der geht sofort wieder in den Headlock und ringt Max zu Boden. Du hast vergessen, Max ist auch bekannt dafür, zwei Gegner zu haben. Das ist das, was du ihm unterstellst, das kommentiere ich weiter. Dom LaRufa hier in den ersten Minuten des Matches oder in der ersten Minute des Matches mit der Dominanz auf jeden Fall. Er schafft es wirklich, Max am Boden zu halten, die Geschwindigkeit aus diesem Match zu nehmen und ihm die Luft zu rauben. Ja, man möchte fast sagen, wie sein Name sagt, im griechisch-römischen Stil. Jetzt versucht Max hier ein bisschen Geschwindigkeit aufzubauen, landet aber sofort wieder im Headlock.
Also es gelingt dem Österreicher hier einfach nicht, Geschwindigkeit aufzubauen und harte Aktionen zu zeigen. Und da kommt dieser Shoulderblock von Tom LaRouffe und prallt förmlich an Max ab. Ja, da rennst du gegen eine Wand. Das ist... Max ist die personifizierte Wand hier in der NEW. Ja, man muss das Max lassen. Ne? Er ist natürlich momentan der Maßstab in der NEW. Und jetzt schafft er es hier tatsächlich aus diesen Lockups von Tom LaRouffe, sich jedes Mal wieder rauszuwinden und sagt jetzt, nee, das mache ich nicht mehr mit. Kein Headlock mehr und nichts mehr. Jetzt wird hier nach meinen Regeln gespielt. Hat er da seine eine Gehirnzelle gerade weggeschlagen? Ich vermute und unterstelle, es war sein Kaugummi. Und jetzt provoziert Max hier den Franzosen. Der lässt sich das nicht gefallen, aber muss jetzt hier ein bisschen auf die Ringmatte. Schöner, hochgesprungener Dropkick vom Maximum Terminator. Und der pumpt jetzt richtig auf, der will jetzt richtig loslegen, nachdem die ersten 2 Minuten in diesem Kampf nicht unbedingt nach seinem Geschmack liefen. Ja, aber Tom LaRouffe holt sich die Oberhand zurück. Also der weiß natürlich, was das für eine Chance ist. Erstens landest du, wenn du dieses Match gewinnen solltest, im Kopf von Max natürlich als möglicher Herausforderer und eben die Chance auf den Koffer. Aber da muss Tom LaRouffe dann definitiv noch eine Schippe drauflegen. Und man darf den Franzosen aber nicht unterschätzen, der ist kein unbeschriebenes Blatt, auch wenn ihn diese Clothesline in der Ringecke jetzt wirklich von den Beinen hebt. Ja, weltweit unterwegs gewesen, Tom LaRouffe. Jetzt der Ansatz zum Vertical Suplex, vielleicht sogar zum Jackhammer hier von Max. Hält ihn lange um und das wird tatsächlich der Jackhammer. Und warum er da jetzt nicht gleich das Cover nachsetzt, das kann ich nicht verstehen. Ich kann das sehr einfach erklären. Ich weiß, was für eine Erklärung jetzt kommt. Spaß dir einfach an dieser Stelle. Ansatz zum Spear. Tom LaRouffe weicht aus und Max knallt genau in den Ringpfosten, in dieses Ringpolster. Und da geht es gleich nochmal hinterher mit der Schulter voran gegen den stählernen Ringpfosten. Und das tut richtig weh. Und man darf nicht vergessen, das ist die Schulter, das ist der Arm, den Juvenile X in der vergangenen Veranstaltung NEW War schon sehr verletzt hat und sehr geschwächt hat. Tom LaRouffe jetzt im Cover, aber Max kommt sofort wieder raus. Ja, das ist natürlich auch, damit nimmst du Max den Spear weg, seine stärkste Waffe, über die er verfügt. Und wenn er den nicht mehr durchbringen kann, was soll er dann zeigen, um das Match zu gewinnen? Ja, den Jackhammer hat er schon gezeigt und der hat hier nicht die Entscheidung gebracht. Das Match läuft 4 Minuten und es sieht im Moment danach aus, als ob Tom LaRouffe definitiv im Kopf von Max angekommen wäre und den Österreicher zu lesen weiß. Ist ja auch nicht schwer, ist ja viel Platz drin. Da siehst du jetzt, wie Max sich langsam wieder hochkämpft. Tom LaRouffe bleibt hier aber der dominante Part in diesem Match. Schickt Max jetzt nochmal mit der Schulter voran in die Ringecke. Was möchte der Franzose jetzt zeigen? Was kann jetzt kommen, damit er hier die Entscheidung findet? Ja, der hat ein Mittel gefunden, das ist wirksam und das nutzt er jetzt einfach vollkommen aus. Ja, schickt Max zum zweiten Mal in die Ringecke und da siehst du einfach, dieser linke Arm, diese linke Schulter ist wieder angeschlagen. Aber jetzt kann Max das Ganze auskottern und schickt Tom LaRouffe seinerseits gegen den ersten, gegen den zweiten Ringpfosten, gegen das Ringpolster. Jetzt fragt Max, wollen wir so weitermachen? Das Publikum ist definitiv auf seiner Seite. Es geht in das dritte Ringpolster und komm, eine Ecke fehlt noch. Ja, einmal geht der Fuchs oder in dem Sinne der Max um den Ring. Und wir haben mittlerweile Halbzeit in diesem Match und Max kommt jetzt wieder zurück. Schöne Clothesline gegen den Franzosen. Tom LaRouffe jetzt mit Schwierigkeiten gegen den amtierenden NEW World Heavyweight Champion. Und was für eine Launching Clothesline und Max ist sofort wieder auf den Beinen. Ja, das ist die Athletik des Heavyweight Champions. Wunderschöner Power Slam direkt ins Cover und damit ist Max im Ladder Match. Nein, Tom LaRouffe kommt nochmal raus und der rollt sich jetzt aus dem Ring. Der muss jetzt Luft holen. Ja, das ist natürlich, aber die Uhr spielt gegen ihn in diesem Sinne. Aber die Uhr ist noch nicht weit genug runtergelaufen. Tom LaRouffe ist so intelligent, dass er weiß, dass er sich diese Pause jetzt nehmen kann. Und jetzt versucht er hier ein bisschen Raum zu gewinnen, verlagert das Match nach draußen, setzt Max hier zu mit dem Elbow in den Nacken. Und das Publikum im NEW Hotspot doch tatsächlich ein bisschen gespalten. Da ist jetzt die Frage, ob die Entscheidung, wenn das Publikum hier tatsächlich zur Entscheidung käme, so klar wäre, wie wir es am Anfang gedacht haben.
Ja, da gibt es die Rufe. Einmal die Anfeuerung für Tom LaRufa und natürlich von einigen unbelehrbaren Max ist besser. Unbelehrbar würde ich das nicht nennen. Max ist nachweislich der amtierende Champion. Und da siehst du, er blockt diesen Versuch von Tom LaRufa, ihn gegen den Pfosten zu schleudern und schickt den Franzosen seinerseits jetzt mit dem Kopf gegen den Stahlpfosten. Jetzt soll der Superman-Punch kommen, aber da duckt sich Tom LaRufa weg und Max Faust frisst den Stahl. Ja, da können ganz schnell 2, 3 Finger gebrochen sein. Ja, theoretisch auch 4 bis 5, das möchte ich jetzt nie mal unterstellen. Und Tom LaRufa, da siehst du einfach diese Erfahrung, diese Intelligenz. Der hat jetzt wieder eine Schwachstelle, der setzt sofort nach, hämmert hier die rechte Hand von Max auf den Apron, auf die härteste Stelle des Rings. Man darf die Uhr jetzt nicht aus den Augen verlieren. Wir haben noch 2 Minuten 50. Das Match geht in die entscheidende Phase. Und jetzt ist die Frage, wer kann hier die Oberhand gewinnen? Max guckt schon ganz nervös hoch zur Uhr, hoch auf den Screen. Der hat kurz hochgeguckt, dass feststellt, die Uhr nicht lesen kann. Und dann, ja. Es ist eine Digitaluhr. Wie kann man das nicht lesen können? Max kriegt das jetzt. Tom LaRufa setzt weiter nach, entfernt jetzt hier diesen Schutz von der Hand von Max und versucht jetzt diese Verletzung, die er ihm vorhin zugezogen hat, als er den Superman-Punch ausgewichen ist, die versucht er jetzt hier noch zu verschärfen und Max so weitgehend zu schwächen, dass er ihn einfach dann pinnen kann. Macht das geschickt, das muss man Tom LaRufa lassen. Jetzt hier mit den, das ist der Jim Break Special. Revolutioniert im britischen Wrestling früher eben, sich einen Körperteil zu nehmen oder eben, ja, würde ich sagen, die Gelenke zu nehmen und eben zu bearbeiten. Ja, und das ist was man heutzutage nicht mehr allzu häufig sieht, aber es ist durchaus wirksam, wenn du jetzt nicht gerade gegen so ein Powerhouse wie Max antrittst, der das einfach mit einem Headbutt ganz humorlos kontert. Wieder der Ansatz zum Superman-Punch. Jetzt der Kick von Tom LaRufa gegen die Brust. Und jetzt will er nachsetzen. Schöner Crossbody. Kurz gesprungen. Und jetzt ist die Frage, was kann Tom LaRufa zeigen? Step up into the gear oder Shining Wizard war das eigentlich. Ins Cover und das ist die Entscheidung. Nein, Max kommt wieder raus. Und da siehst du einfach, was für Nehmerqualitäten der Champion in dieser Situation hat. Aber guck auf die Uhr. Wir haben noch 80 Sekunden in diesem Match und dann ist es vorbei. Dann entscheidet das Publikum. Was für eine Aktion von Max. Und jetzt setzt doch bitte das Cover nach. Das war die Maxtasy von Max. Und jetzt soll der Spear folgen. Wenn der trifft, haben wir hier die Entscheidung. Nein, der Superman-Punch, aber der wird geblockt. Und diese ungeschützte Hand von Max, die wird ihm jetzt zum Verhängnis. Der Superkick von Tom LaRufa. Letzte Minute läuft, aber das ist es. Nein. Der Ringsprecher hat es gerade verkündet. 1 minute remaining. 1 Minute noch übrig im Match. Es läuft. Und das Spear von Max. Das ist die Entscheidung. Max gewinnt. Der Sieger. Max. Ja, Max ist im Escape to Destiny Ladder Match. Der World Heavyweight Champion nimmt selbst teil an diesem Match. Und das ist natürlich eine Hausnummer für alle anderen, die in diesem Ladder Match stehen. Die sind jetzt Backstage, soweit sie schon qualifiziert sind und wissen, der Champion ist im Ladder Match. Und das ist definitiv, das macht dieses ohnehin schon schwere Match noch eine ganze Stufe schwieriger. Tom LaRufa hat eine große Chance gehabt, sich ins Gedächtnis zu bringen beim World Heavyweight Champion. Jetzt bleibt er nur eine kleine Randnotiz bei Max. Man darf aber nicht übersehen, Tom LaRufa hat das sehr intelligent gemacht, hat die linke Schulter geschwächt, hat die rechte Hand geschwächt. Und das sind, auch wenn er da jetzt aktiv keinen Einfluss mehr drauf hat, das sind durchaus 2 Komponenten, die Max später im Ladder Match durchaus noch Schwierigkeiten machen können.